Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Mit mir, eurem Lovaski-san. Und wir werden uns jetzt in die Fabrik begeben, um dort ein paar sogenannte Memorex zu sammeln, also so Datenspeichergeräte, die uns helfen sollen, Vector ein bisschen an sein altes Ich zu erinnern. Ne? So. Guten Tag. In dieser Fabrik herrscht Sicherheitsstufe 5. Zugang für Unbefugte nicht gestattet. What the? Ein Moment. Bitte, ich lösche seine Sicherheitsprotokolle. Krack. Blieb. Patsch, eine mitgegeben. Willkommen. Ich wünsche einen erfreulichen Arbeitstag. Bzzzt. Sagen Sie mir, wenn Sie den Aufzug benutzen möchten, zu nutzen wünschen. Blieb. Das sollte reichen. Die hat aber eine nette, harte Dings. So, ja, hier ein paar neue Dinger. So, ja, hallo. Auch heute ist wieder ein wunderschöner Arbeitstag. Überstunden vorprogrammiert. Möchten Sie den Lift benutzen? Ja. Gerne. Das ganze Ding ist nämlich der Aufzug. Ja, nett. Das heißt, die Leute, die unten sind, müssten warten, bis der Aufzug wieder unten ist, um dass sie den nutzen können. So. Erstmal geile Mucke in der Fabrik. Well now. Ganz schön groß hier. Wie sollen wir die Memorex hier bloß finden? Memorex sind sehr klein und oft werden oft verloren. Äußerst ungünstig, wenn drauf wichtige Daten gespeichert sind. Deshalb hatte ich in meiner Freizeit mal eine Anwendung entwickelt, mit der man die Memorex in einem bestimmten Umkreis aufspüren kann. Ich verstehe nur Bahnhof. Aha. Da wir die IDs der verlorenen Memorex kennen, können wir sie leicht in der Fabrik ausfindig machen. Wow. Oh, ich empfange bereits ein Signal in dieser Gegend. Im Archiv dort drüben scheint eines zu sein. Aber in der Fabrik gilt die höchste Sicherheitsstufe. Um weiterzukommen, müssen wir erst die Mini-Kessel in Gang setzen. Come on. Kümmern wir uns zunächst um die Kessel auf dieser Ebene. Ich habe Pläne von den Sektoren in der Fabrik. Wirft einen Blick drauf, wenn du nicht weißt, wohin es weitergehen soll. So, Punkt. Wow. Warum sind hier auch Roboter? So, erstmal speichern. Ganz wichtig, speichern. Speichern ist sehr, sehr wichtig. So, wir speichern allerdings auf dem zweiten, weil da will ich ja meine Storyline drauf haben. Erste ist immer so Nebenquest Storyline und dann haben wir hier noch das, was ich privat ja gespielt habe. So, dann haben wir hier noch einen Registerpunkt, Sektor 1 und eine Kiste. Ein 5 Brocken Stahlerz, das nehmen wir doch gerne mit. So. Und das Schöne ist, hier ist Freikampf. Das heißt, ich kann einfach so kämpfen. Ich werde nicht in irgendeiner extra Arena gekämpft. Und dafür geschmissen. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich. So. So. Und
Ich schau mal kurz auf die Karte. Ja, okay. Scheint nicht zu funktionieren, genau. Weil wir... da oben komme ich noch nicht rauf, okay. Wir müssen erstmal hier lang. Oh. Wartet. Hier macht es mehr Sinn, auf harte Gegner nebenbei zu gehen. Warte mal, das ist jetzt Stufe 6. Kann nicht mehr weiter erweitert werden, das ist gut. Machen wir mal so. Genau. Und dann sind das Feen nämlich. Watch your backs! Na komm. Und weg mit dir, Neobli. Zack, zack. Ja, so einfach macht man sich, ne? So, wir müssen nach hier oben. Well now. So. So. Und hier haben wir nämlich... Da-da-da-da-da-da! Ist das ein Minikessel? Aha. Richtig. Wenn man darin ein Feuer entfacht, kann man... kann durch die entstehende Dampf Energie erzeugt werden. Ah. Sieh an, eine Dampfmaschine. Allerdings ohne Brennstoff. Ah. Brennstoff ist lässt sich ganz einfach herbeizaubern. Ich bringe dir jetzt einen neuen Zauber bei, Evan. Gut aufgepasst. Hm? Gut aufpassen. What? Okay. Du hast Zündeltrick gelernt. Wenn du diesen Zauber auf den Kessel anwendest, erscheinen Flamm-Knuffis und entfachen ein Feuer. Mit Ankras Magie lässt sich die Stärke des Feuers nicht regulieren. Das wäre zu gefährlich, aber Flamm-Flamm-Knuffis haben das richtige Händchen für diese Aufgabe. Alright. Verstanden. Ich muss also nur Zündeltrick auf den Kessel anwenden. Genau, und das machen wir jetzt. Zündeltrick. Flum, 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 flum. Nee. Und schon ist Energie da. Alrighty. Jetzt sollten wir zumindest in diesem Sektor endlich weiterkommen. Mit dem Bedienfeld können wir die Plattform neu ausrichten und ins Archiv gelangen. Genau. Ich will da runter. Okay, gehen wir erstmal wieder runter. Und meines Wissens nach... Ach nee, wir müssen da kurz ein kleines Bedienfeld nutzen. Also das müssen wir kurz nutzen. Zack. Aus dem ganz einfachen Grund. Hoch. Genau, hier hoch. Weil wir jetzt hier rüber kommen. So, ihr wisst ja, ich bin immer so ein bisschen schatzgeil. Watch your back. Say your bitte nicht drauf gehen, Roland. Wäre zumindest eine positive Option. Oh, komm her. Schönes Ding. Davon müsst ihr nämlich auch... Für eine Trophäe müsst ihr da 50 von diesen
von diesen goldenen Sphären einsammeln. Also 50 mal erwachen sozusagen. Und das ist auch ziemlich nervtötend. Das war, glaube ich, die letzte Trophäe, die mir gefehlt hat, bevor ich die 100% im privaten Spielstand geschafft habe. Und das muss schon was heißen. So, jetzt müssen wir natürlich... Wobei, kommen wir da nicht auch runter? Das würde mich jetzt mal ganz doof interessieren. Ob ich mich hier runterfallen lassen kann. Ja, kann ich. Das finde ich ja super. So kommen wir natürlich auch wieder zurück. Oh, benebelnde Killerboots. Zack, 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 zack. So. Und nächster. Zack. Ach, da drüben ist noch einer. So. So, jetzt ist ja schon umgestellt. Deswegen können wir jetzt einfach hier rum. Und... das Ding will ich da auch haben. Zack, zack. Na komm her. Schnell mal hier. Habe ich noch irgendwas? Magieabwehr, Windschaden. Du machst doch mit deiner Dings Windschaden. Ich hole mir das fürs kritischen Schaden und du... jedenfalls. Zack. Zack. So. Zack. Ja. Glas Mechflip. So, Rainer. Das ist das Archiv. Ganz schön unordentlich. Hierhin haben wir unser Büro verlegt, nachdem die Fabrik fertig war. Jetzt dient es nur noch als Archiv. Alrighty. Und dann lasst uns mal nach den Memorik suchen. Oh, ich würde sagen, das rote hier ist es. Zing. Memorik XD027. Wie gut, dass ich den Findikus entwickelt habe. Ist der Name patentiert? Dann wollen wir mal sehen, was da, wir hier haben. Zing. Zip. The launch was a disaster. Everybody hates it. Half the units we shipped have been returned. Vector, ein Notfall. Das neue Produktdesign kommt nicht gut an und eine Menge Waren werden zurückgeschickt. What? Why? Why? Damn it, my design was perfect. Warum? Aus welchem Grund? Mein Design ist perfekt. I'm sorry, Zip. This is the end for us, huh? We're finished. Man. Oh man. Vector, das heißt, unser Unternehmen. Oh nein. Wir sind am Ende. You're gonna quit whining and start thinking. That's what. This isn't the end. It's the beginning. Anstatt rumzuheulen, solltest du dir du lieber deinen Kopf mehr anstrengen. Wir werden das schon irgendwie überstehen. Someday soon, the world will finally understand my vision. We're not giving up until that day comes. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem die Welt meine Ideen zu schätzen weiß. Ich gebe nicht auf. Okay. We nearly went under. Damals stand das Unternehmen kurz vor dem Bankrott. Ich glaube, wir haben bis tief in der Nacht
unter Tränen diskutiert. It was hard. But nobody did more to get us back on our feet than Zip. Es ist zwar schlimm. Aber ich habe gesehen, wie engagiert Victor war. Und ich war entschlossen, ihm zur Seite zu stehen. Gott. Dang it! Ah, warum nur? Wieso nur? Wieso stabilisieren sich die Testwerte des Reaktors nicht? Sorry. Darf ich anmerken, dass es unter diesen Umständen nur eine Frage der Zeit ist, bis es zu einem Zwischenfall kommt? Shut up! Davon will ich nicht wissen. Nichts wissen. Der Reaktor wird so schnell wie möglich fertiggestellt. Jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde ist entscheidend. Ja. Jawohl. Wie ist das nur passiert? So werde ich doch nie fertig werden. Heute werden wieder alle die Nacht durchmachen müssen. Der ist ja echt der Sklaventreiber hier. So, das war jetzt Nummer 2 von 4. Ah, ich empfange ein Signal aus dem Sektor über uns. Dort befindet sich das Forschungslabor. Du verschwendest keine Zeit, was? Gut, lasst uns aufbrechen. Warum Zeit verschwenden auch, ne? Ist ja wichtig. So, liegt hier noch irgendwie was? Nö, ne? Nö. Gut, weiter geht's. Und wir müssen hier lang. Zack, zack. Eat this. Zack. Schlimm. Zack, 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 zack. Okay. Machen wir es so. Den schon, ne? Oh, ein paar Wirren. You ready for this? So, schnell mal hier ein bisschen voll heilen. Nicht, dass wir hier. Don't let me down. You're welcome. So, Mister. So, zack, 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 zack. Na komm. Na komm. Need a little help here. So. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. So, einmal schnell. Nein, hier. Einmal schnell wieder voll heilen. So. Zack. Zack. Und zack. Alrighty. Und wieder das gleiche Spiel. Kessel in Bewegung setzen. No. Hier gibt es rote und blaue Plattformen. Ein weiteres effektives Sicherheitssystem. Die Plattformen bewegen sich gemäß der Farben der Bedienpulte. Das Ganze wird sich übrigens Vektor aus
hat sich übrigens Vector ausgedacht. Er sagt, wir brauchen ein Sicherheitssystem, das eine Herausforderung für unseren IQ ist. Wow. So schwer. Allerdings stehe ich hier unten ja relativ safe. Deswegen würde ich sagen, beende ich hier diese Folge. Ich kann ja Gott sei Dank auch hier über Dreieck speichern. Das mache ich. Nein, ich kann hier nicht speichern. Das ist natürlich sehr doof. Okay, dann beende ich hier die Folge. Nimm bis zum nächsten Speicherpunkt weiter auf. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir hier in der Fabrik weitermachen, sozusagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht. Und ja, wir mal hier in der Fabrik ein bisschen aufräumen, ne? Deswegen, tschüss, ciao, euer Livers Kisa.